Eishockey nach dem Halbfinale der Damen, und zwar Hittfeld Sharks gegen ETV 2. Haben wir einen deutlichen Sieger. Gratulation an Lars und seine Mädchen. Und einen sehr, sehr guten Verlierer, muss man sagen. In dem Fall ETV 2 hat ein tolles Spiel gemacht. Michael, wie ist denn deine Sicht der Dinge zu dem Spiel? Vom Ergebnis her würde ich sagen, man hat deutlich den Klassenunterschied daran gemerkt, einfache Punkte zu machen oder nicht zu machen. Und daran habe ich sehr deutlich gemerkt, wo das der Klassenunterschied gelegen hat. Und Lars, wie siehst du deine Mädchen? Wie haben die gespielt heute? Also vor allem in der ersten Halbzeit waren wir gut. Sind reingekommen waren sie nicht. Waren alle Ballteams aufgeregt, glaube ich. Aber dann war es doch schon ein gutes Spiel. Zweite Halbzeit hat uns EDV schon Probleme gemacht, waren aggressiver, kamen nicht mit den Calls unbedingt klar am Ende. Hat am Ende aber Spaß gemacht, gutes Spiel. Und, ja. Du hattest ja im Vorfeld gesagt, dass du die Mannschaft von EDV noch gar nicht so richtig kennst. Jetzt habt ihr sie kennengelernt. Was sagst du zu der Leistung eurer Gegenspieler? Absolut, das ist ja auch schon, wir spielen ja Regionalliga gegen Teams, die aber das auch schon gewohnt sind. Und EDV kennst du ja auch nicht aus der Liga. Und dafür auch einen hohen Respekt, dass die Competition auch da war. Michael, was nehmt ihr denn aus diesem Spiel mit jetzt für eure Stadtligasaison und vielleicht für die weiteren Jahre dann hinterher? Ich glaube, die Mannschaft wird sehr viel daraus mitnehmen. Wir spielen das eigentlich jedes Jahr mit, bekommen dadurch immer ein sehr gutes Spiel, wo wir so ein bisschen merken, wie so unsere Grundkonzepte funktionieren. Und eigentlich merken wir immer, dass es funktioniert. Und auf der anderen Seite kriegen wir auch immer wieder gezeigt, an welcher Stelle es hapert. Und schön ist es in dem Spiel in gewisser Form zu sehen, dass es das, wo wir in der Saison Schwierigkeiten haben, auch hier die Schwierigkeiten lagen. Und deshalb gehen wir eigentlich recht zufrieden aus dem Spiel raus. Was glaubst du, wie wird das Endspiel aussehen, BG West gegen die Sharks? Ja, beide Teams, ich weiß nicht, sind heute nicht so richtig ins Rollen gekommen, beide Spiele. Und offen. Ja, also wenn sich BG West auch wieder so präsentiert, das offen. Und Lars, du hoffst natürlich auch, aber deine Mädchen haben ja heute ein paar Ansätze gezeigt, wo man sagen kann, ja, das kann auch morgen was werden. Ja, also jetzt nochmal das Spiel so richtig sortieren und die Fehler mitnehmen und auch morgen wieder mit neuer Kraft ins Spiel gehen. Ich glaube, dass die Chance da ist, beide Teams. BG West hat sicherlich so einige Vorteile. Mit ihrer Centerin vor allem. Aber ich denke, dass wir gute Möglichkeiten schon haben. Okay, vielen Dank. Danke.